Egal welchen Stromanbieter Sie haben, billiger wird es in Zukunft nicht. Die Gründe dafür sind vielseitig. Auch die Zwickauer Energieversorgung kommt nicht umhin, ihre Preise dem Markt anzupassen. Zum 1. Januar steigt der Grundpreis für den Strom der ZEV um 10 Euro brutto pro Jahr. Der Arbeitspreis für die Kilowattstunde erhöht sich brutto um 2,4 Cent. Geschäftsführer André Hentschel hat heute erklärt, warum diese Verteuerung nicht abzuwenden war. So wie andere Versorger müssen wir auch zum 1.1. die Strompreise anpassen. Es gibt drei wesentliche große Gründe dafür. Das erste ist der Anstieg in den Netzentgelten, in den vorgelagerten Netzen. Die resultieren aus dem Redispatch und dem steigenden Zubau von erneuerbaren Energien, also dem klassischen Netzausbau. Die zweite große Komponente sind die Steuern und Umlagen. Da haben wir eine Verteuerung von 0,35 im Bereich der EEG-Umlage und natürlich die stark angestiegenen Beschaffungskosten, praktisch der Börsenpreis. Was bedeutet das jetzt für den durchschnittlichen Zwickauer Haushalt? Für den durchschnittlichen Zwickauer Haushalt bedeutet das etwa 4,83 Euro im Monat mehr, wenn man einen Verbrauch von 2000 Kilowattstunden im Jahr unterstellt. Doch nicht immer wird alles auch wirklich teurer. Die ZEV versucht, Preisschwankungen so gut es geht abzufedern. Das ist in einem anderen Geschäftsbereich des Unternehmens gelungen. Ja, eine positive Nachricht haben wir im Bereich der Gasversorgung. Da haben wir geplant, die Preise über die Heizperiode konstant zu halten. Doch wie ist das überhaupt möglich? Um darauf eine Antwort zu finden, muss man die Entwicklung des Marktes beobachten. ZEV-Geschäftsführer André Hentschel erklärt die Wirkungsweise. Also ich möchte auf beide Medien mal ansprechen, also Strom und Gas. Wir sehen jetzt im Strom diesen deutlichen Preisanstieg getrieben, vor allem durch den CO2-Preis. Mal ein Jahr vorausgeschaut, haben wir etwa ein ähnliches Preisniveau für 21 wie für 20, wobei der Kaufprozess noch nicht ganz abgeschlossen ist. Im Gas sieht es so aus, dass wir auch eine Seitwärtsbewegung derzeit sehen. Seitwärts bedeutet, dass sich die Höhe des Preises im zeitlichen Verlauf nur in geringem Maße ändert. Beim Gaspreis war das diesmal der Fall. Beim Strom konnte die ZEV die Schwankungen am Markt nicht kompensieren. Aber es gibt auch Dinge, die bilden eine Konstante im Geschäft des Energieversorgers, nämlich die Kundenkarte. Die kostet gar nichts und hilft den Kunden beim Sparen in Form von attraktiven Rabatten. Ja, die Karte hat immer eine Gültigkeit von 3 Jahren und wir haben sehr, sehr viele Kartenpartner, die eben aktualisiert werden und auf diese haben sie dann entsprechend Rückgriff und können sich Rabatte sichern. Um was für eine Größe der Rabatte reden wir da? Wir reden da um 10-20% im Einzelfall. Erhältlich ist die Kundenkarte aber nur für Kunden der ZEV. Wer Interesse hat, bekommt sie unter anderem im Kundenberatungszentrum in der Bahnhofstraße 4 in Zwickau.